Servus. Hallo. Wir sind heute unterwegs. Nicht wandern. Nicht wandern, weil das Wetter so schlecht fürs Pfingstwochenende angesagt worden ist. Zum Montieren der Solaranlage. Und ein Freund, ein lieber netter Freund, ist so nett und stellt uns seine Halle zur Verfügung, wo wir das Wohnmobil das Bocken entstehen lassen, dass der Käfer kommt. Dann sind wir quasi obdachlos, wieder mal. Ja, genau. Wir werden uns eine Brücke suchen. Gut. Jetzt stellen wir uns einmal in den Stau. Genau. Wir melden uns dann vom Dach, wo die Solaranlage draufkommt. Bis später. Ja, dann muss ich jetzt die andere Seite nach hinten gehen. Was zum Beispiel muss ich mein Auto für mich machen? Ich weiß gar nicht, wie weit, vielleicht geht es eh noch bis daher, was? Ich bin nur noch einmal auf. Sollte ich schauen, wo du rauskommst nachher, wenn du unten bohrst? Muss ich jetzt halber? Wir haben das auch nicht gemacht. Und wie schraubst du das fest? Da kommt ein so dickes Loch rein. Und das wird so eingeschrauft und da innen wird es auch geschrauft. Und da kommt noch eine Dichtung rein. Und das wird aber hoffentlich zu gemacht. Naja, sicher. Mir taugt das gar nicht, wenn du ein Loch ins Dach bohrst. Ja, aber das muss sein. Brauchen wir noch einen Meister für die Solaranlage? Mhm. Jetzt brauchen wir einen Stapler. Einen Staplerfahrer brauchen wir. Mhm. Jetzt fahren wir ein bisschen am Dach spazieren. Ich hab's verstanden. Gut, gleich wenn wir mit einem rechts hin, das will ich jetzt in die andere Richtung gerade. Nein, mach nicht, wir legen sie wieder drauf. Wir müssen es nochmal anzeichnen, wo es hinkommt. Ich schätze mich mal auf die Ehe. Nicht schieben, nicht schieben. Das ist ein Scheißbandel. Schön reden, sonst bringt Christkind einen Scheiß drin. Schön schieben. Das ist ein Orange-Beinlein. Ja. Aber nicht von der Firma Rete. Oh ja. Wirklich? Na sicher. Wie kriege ich das in den Film rein? Ja, du kannst piep, piep. So. Na, da haben wir schon die Kratzer, schau. Thank you.
Gut, dann machen wir den Primer. Primer? Wir müssen den Staplerfahrer ein bisschen aufmuntern, weil sonst geht uns der ein und wir können die Solaranlage nicht mehr aufs Dach geben. Langweilig. Hey, Jo! Ich hab jetzt dieser Mai geschlafen. Sehr gut, Matthias. Hier, Herr Pfeffer. Ja, ich stecke hier runter. Stopp! Stopp, stopp! Stopp, und jetzt Tiere. Vor. So, jetzt müssen wir auch mal die. Kannst du wegfahren, ja? Wolltest du gerade? Ja. In welche Richtung hättest du denn?
der Staplerfahrer ist schon wieder müde. Praktischer geht's nicht. Ich finde das super mit dem Stapler. Danke. Jetzt schaut nur noch mein Mann, dass ich ja alles wegnehme. Na, ich tue nur filmen. Ich darf die Seiten noch wegschieben. Wow, ein paar Torwart. Wir hatten da hinten gearbeitet. Und tschüss. Aber fahr zuerst zurück, bitte. Das war wegen einem Dach. Schließen wir nur die Solaranlage an. Aber müssen wir mal schauen, wie viel Kabel es sind. Aber. Hast das? Du gut. Na geh. Und nun? Schaust du einfach an. Das schaust. Da gehört normal dann noch Adern in Schritten drauf, aber den machen wir nachher dann. Dann machen wir nachher so Schaust. Ja, ich hab keine mit. So, haben wir das Kabel auch verlängert. Und uns da noch eine finden. Guck mal, der Hund muss auch dazu. Alter, na du magst die wichtig, na klar. Na du musst auch dabei sein. Ja, na klar. Okay. Minus. Ist drin. Okay. Los? Mach mal. Ist drin. Ist drin. Na, anschrauben. Und? Sicherung ist drin und ladet. Ladet. MPPT. Ladet. Okay. So, geschafft. Fertig. Solaranlage ist oben. Jetzt muss noch trocknen. 72 Stunden. Und ja, haben wir es geschafft. Und herzlichen Dank an Ferdinand. Mit dem Stapler war es um einiges leichter. Bester Staplerfahrer ever. Es war wirklich eine super Idee mit dem Stapler. Wirklich. Genau. Mit der Leiter hätte man schön angezahlt. Nur das mit dem Stapler wirklich. War praktisch. Jeder, der die Möglichkeit hat, mit dem Stapler Solaranlage montieren, ist sensationell. Danke. Die Solaranlage ist jetzt drauf. Wir testen es in Dürnstein an der Donau und laden tut sie mit 10 Ampere. Hat schon mit 10 Ampere, ja. Hat jetzt im Schatten nimmer. Aber wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden. Das freut uns. Wenn es Fragen zur Technik gibt, einfach in die Kommentare schreiben, wir werden es dann beantworten. Viert euch!